Weihnachten in diesem Jahr wird anders werden als Weihnachten in den vergangenen Jahren. So viel ist jetzt schon sicher. Wenn man sich umschaut, dann hat schon die Adventszeit einen anderen Charakter. Keine Weihnachtsmärkte, das Weihnachtsshopping in der Innenstadt fällt tendenziell aus und vieles andere mehr, was für uns Einzelnen die Advents- und Weihnachtszeit ausmacht, kann nicht stattfinden. Wir sind daher froh, dass wir als Netzwerk Ichthus, das ist das Netzwerk der Christen in der Commerzbank, etwas in diesem Jahr haben beibehalten können, nämlich das jährliche Adventssingen, was in den letzten Jahren immer in der Lobby des neuen Hochhauses stattgefunden hat. Damit erst einmal ein herzliches Willkommen zum Adventssingen im Jahr 2020. Ich darf mich kurz vorstellen. Mein Name ist Hans-Christian Edenharder und ich bin Teil des Sprecherkreises des Netzwerkes Ichthus. In diesem Jahr findet das Adventssingen, den aktuellen Rahmenbedingungen geschuldet, ausschließlich virtuell statt. Wir sind zu Gast in einer Frankfurter Kirchengemeinde und nutzen deren Audio- und Videotechnik. Das Adventssingen wird aufgezeichnet und dann auf dem YouTube-Kanal der Commerzbank veröffentlicht. Dort, wo Sie sich gerade eingeschaltet haben. Und jetzt zusehen. An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an die Frankfurt City Church und deren Leitung für ihre Gastfreundschaft. Ganz wichtig, aber für Sie an den Bildschirmen. Sie können nicht nur zusehen, sondern Sie dürfen auch gerne mitsingen. Die Texte finden Sie eingeblendet. Wenn Sie sich mit Kollegen zusammengetan haben, um gemeinsam das Liedersingen anzusehen, dann achten Sie bitte auf die bekannten Abstands- und Hygieneregeln, die wir hier natürlich auch eingehalten haben, falls das die Perspektive der Kameras nicht passend wiedergegeben hat. Bevor wir mit dem Singen und den Liedern beginnen, möchte ich einmal noch kurz auf den Grund für den heutigen Event zu sprechen kommen. Denn dieser hat sich, trotz aller widrigen Rahmenbedingungen, nicht geändert und ist der eigentliche Grund für Weihnachten. Als Christen glauben wir, dass sich der dreieinige Gott in der Person von Jesus Christus allen Menschen geschenkt hat. Jesus Christus wurde gemäß der Bibel in einem Stall in der Stadt Bethlehem im heutigen Nahen Osten geboren. Mit seinem Kommen, so sagt uns die Weihnachtsgeschichte im Lukas-Evangelium, ist uns der Retter geboren. Konkret heißt es dort: Fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch eine große Freude, die dem ganzen Volk zuteil werden soll. Denn euch ist heute der Retter geboren, es ist Christus der Herr. Und später heißt es dann noch, in der etwas moderneren Übersetzung der Volksbibel: Und er hat damit allen Menschen ein Friedensangebot gemacht, die bereit sind, dieses Angebot anzunehmen. Wir wollen also mit dem diesjährigen Adventssingen ganz bewusst ein Zeichen der Hoffnung und des Lichts in dieser getroffenen und gegebenenfalls sich dunkel anfühlenden Welt setzen. Wir wollen Ihnen den Zuspruch der Weihnachtsbotschaft: Fürchten Sie sich nicht, denn auch Ihnen ist heute ein Retter geboren, zusprechen und die Möglichkeit geben, dieses Friedensangebot für sich zu verinnerlichen. Wenn Sie das bewegt, dann schauen Sie in den bankinternen Netzwerk nach mehr Informationen zu Ichthus oder sprechen Sie einen Ansprechpartner dort an. Jetzt soll es aber losgehen und ich freue mich, dass wir auch in diesem Jahr wieder gemeinsam mit Arne Kopfermann und befreundeten Musikern gemeinsam singen können. Wer mit uns die bekannten, traditionell modernen Advents- und Weihnachtslieder singen wird, wird Arne Kopfermann sicherlich selbst noch kundtun. Lassen Sie uns also gemeinsam diese Adventszeit mit Licht und Freude erfüllen und uns so auf das bevorstehende Weihnachtsfest einstimmen. Gott in der Höhe und Frieden den Menschen auf Erden, denn der Retter der Welt ist geboren. Nehmt das als sicheres Zeichen, ihr findet ein Kind in der Krippe, es ist Christus der Herr, er ist da. Christus, der Retter, ist da.
Gott in der Höhe und Frieden den Menschen auf Erden. Denn der Retter der Welt ist geboren, damit alle, die an ihn glauben, niemals verloren gehen, sondern leben in Ewigkeit. Freut euch und fallt vor ihm nieder, Gott kommt zu uns, erlöst sein Volk. Singt eure fröhlichsten Lieder, Christus der Retter ist da. Etwas ironisches Gedicht, das sagt: Oma singt die alten Lieder, Opa hält sich die Ohren zu, jedes Jahr aufs Neue wieder ist sie hin, die Weihnachtsruhe. Und das bezieht sich ganz oft auf die Musik auf dem Rummelplatz da draußen, die man irgendwann nicht mehr hören kann. Auch Last Christmas kann sich ganz schön ausdudeln. Wir wollen das nicht machen, wir wollen uns heute Abend schon ein bisschen ausrichten auf die Ruhe, auf den Frieden und auf die eigentliche Botschaft dieses Weihnachtsfestes. Oh, lasset uns anbeten, oh, lasset uns anbeten, oh, lasset uns anbeten, den triumphiert, o kommet, o kommet nach Bethlehem. Sehet das Kindlein uns zum Heil geboren. O lasset uns anbeten, o lasset uns anbeten. Versprich nicht zu ruhen in Mariens Schoß.
Rühren. Ooh, 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 ooh.
sich zu uns auf, den weiten Weg zum Stall nach Bethlehem. Weil wir bedürftig sind, wird er uns Menschen gleich als kleines Kind. Tief im Winterbettelarm, ein paar Decken halten ihn nur warm. Ohne Krone, ohne Geleit, kommt das Licht der Welt in unsere Zeit. Kommt das Licht der Welt in unsere Zeit. Kurz die Gelegenheit nutzen, wie ja vorhin schon angekündigt wurde, die Band vorzustellen. Natürlich fangen wir mit unserer Dame an. Lena Belgard aus Heidelberg. Ist total schön, Lena, dass du dabei bist. Und direkt neben ihr Chris Madaras aus Frankfurt, den einige schon von den letzten Jahren kennen von dem Adventsingen hier in der Commerzbank. Hinter ihnen leicht versetzt Florian Sitzmann am Keyboard aus Bruchsal bei Karlsruhe. Und hinten für die Tiefenschärfe in unserem Bild zuständig, Markus Bonnert am Percussion-Set aus Friedberg. Ich bin Arne Kopfermann und wir wollen jetzt einen Text hören, der im Alten Testament steht. Die Geburt Jesu ist bereits ungefähr 700 Jahre vor Christus im Buch Jesaja angekündigt worden. Das Volk, das in der Finsternis lebt, sieht ein großes Licht. Hell strahlt es auf über denen, die ohne Hoffnung sind. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns geschenkt.
und er wird die Herrschaft übernehmen. Man nennt ihn wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedensfürst. Er wird seine Herrschaft weit ausdehnen und dauerhaften Frieden bringen. Auf dem Thron Davids wird er regieren und sein Reich auf Recht und Gerechtigkeit gründen. Und das tut er jetzt und für alle Zeit. Herr, der allmächtige Gott, wird dies eintreffen lassen. Denn leidenschaftlich verfolgt er sein Ziel. Rettende Stunde.
Ich sehne mich so nach einem Land der Ruhe und Geborgenheit. Ich glaub, ich hab's einmal gekannt, als ich den Sternenhimmel weit und klar vor meinen Augen sah. Unendlich großes Weltenall. Und etwas dann mit mir geschah. Spürte auf einmal, dass alles, Sterne, Berg und Tal, ob ferne Länder und fremdes Volk, sei's der Mond, sei's Sonnenstrahl, dass Regen, Schnee und jede Wolk, dass all das in mir drin ich find, verkleinert, einmalig. Und schön. Ich muss gar nicht zu jedem hin. Ich spür das Schwingen, spür die Tönen eines jeden Dings, ob nah oder fern. Wenn ich mich öffne, werde still in Ehrfurcht vor dem großen Herrn, der all dies schuf und halten will. Ich glaub, das war der Moment, den sicher jeder von euch kennt. In dem der Mensch zu lieb bereit, glaub, da ist Weihnachten nicht weit. Licht, Leben, Freud und Wort.
Schöne, herrliche Weihnachtszeit. Was bringst du Lust und Fröhlichkeit? Wenn der heilige Christ in jedem Haus teilt seine lieben Gaben aus. Und ist das Häuschen noch so klein, so kommt der heilige Christ hinein. Alle sind ihm lieb, wie die Seinen, die Armen und Reichen, die Großen und Kleinen. Der heilige Christ an alle denkt, ein jedes wird von ihm beschenkt. Drum lass uns froh und dankbar sein. Er denkt auch unser, mein und dein. Du Herr der Welt und ich
über diesem Stall. Er zeigt uns den Weg. Und der Stern über diesem Stall ist ein Zeichen der Hoffnung, die für alle Zeiten besteht. Friede Fürst, sieh bei uns sein. Bring unsere Herzen zu. Zeigst uns den Weg, denn du bist unser Morgenstern, das Zeichen der Hoffnung, die für alle Zeiten besteht. Licht dieser Welt. Licht dieser thank you.
Ja, was für ein tolles Ereignis. Vielen Dank an alle Musiker, an alle Sänger. Ich glaube, Sie haben das hoffentlich genauso genossen wie ich. Und ich freue mich, dass wir damit ein Zeichen setzen konnten. Und ich hoffe und wünsche Ihnen eine frohe und gesegnete Adventszeit und frohe und gesegnete Weihnachten. Das Netzwerk Ichthus in der Commerzbank.